Ich wollte gerade sagen, dass ich vielleicht mal den Tag heute an einem Stück blogge, weil ich habe so viele, so viele. Ach, du bist am Film. Ja. Ich dachte, du guckst. Was machst du denn? Sobald die Kamera läuft, dreht er hier unbewusst durch. Da passieren die ganzen Unfälle. Weil ich so viele. Ich habe mir gerade die SD-Karte, die hier vorher drin war, angeschaut. Und da sind so viele einzelne Tage, Aufnahmen seit Oktober drin, die alle sicher irgendwie interessant und teilweise auch wirklich lustig sind, aber die kann man irgendwie nicht in ein Video packen, es sei denn, ich mache irgendwie so ein... Oder wir machen ein ganz cooles Ding. Ein Teil zeigst du auf deinem Kanal, ein Teil auf meinem. Ja, ich habe die Kamera, habe ich seit Oktober oder so, habe ich schon immer wieder mal mit dabei gehabt, unter anderem auch im UFO und hier bei uns im Studio und beim Essen und weiß ich nicht was alles. Aber sieht gerade voll süß aus. Auch zu Hause und so. Und auch als wir irgendwo unterwegs waren. Aber das kann ich nicht in ein Video packen. Das, also nicht unter einem Thema. Das muss dann so ein Best-of-Ding werden oder sowas. Das kann ich ja. Das ist einfach ein Zusammenschnitt von Oktober bis Januar, nenne ich das dann. Genau, das mache ich dann. Das nehme ich nachher als Sound in deinem Song. Wir sind ja auch gerade wieder fleißig am Arbeiten. Mhm. Ich bin heute so gar nicht im. Ja, stimmlich ist der Jerry hier heute nicht ganz fit. Heute Kacka. Dafür chillt der Butch umso fitter. Ja. Butch, what's poppin', bro? I know you are here in your zone, but I want to chill with you. Oh. Okay. Nice to meet you. High five, bro. High five, bro. Ah, five. Ich habe ihm nie Englisch beigebracht, ich glaube deswegen. Gib mir 5. Gib mir 5. Komm. 5. Na. Ja. Oh ja, okay, gut, das zählt. Das zählt. Auch wenn er sich nur gestreckt hat. Und, Butschi, du hast schon wieder einen Mundgulli, ne? Mundgulli. Für 10, du riechst schon wieder aus dem Maul, liebe Jen. Hat sich wieder die Zähne nicht geputzt heute Morgen. Da schon. Ja. So, ja, genau, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich eigentlich auch schon wieder eine Produktionssession gefilmt habe vor 2-3 Tagen, aber das war dann irgendwann Mitternacht. Ich bin nicht fertig geworden, deswegen habe ich es nicht hochgeladen. Du siehst aus wie der rülpsende Jesus. Juhu! Genau. Naja, vielleicht, ich schneide einfach irgendwas zusammen. Alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Ich schneide einfach irgendwas zusammen. Du hast dir gerade einen Tee gemacht und willst gehen, oder was? Das ist für dich. Wann hast Meine habe ich schon ausgetrunken. Wann hast du den gemacht? Ja, ich bin Fatz. Fatzerarzt. Ich glaube. Ist, glaube ich, richtig, richtig dumm aus. Es sieht aus, als ob du dir gleich das eigene Knie durchbrechen würdest. Der Junge ist unterzuckert, wir müssen was essen gehen. Komm, Busch, gib 5. Dann gib ich dir gleich 5, du. Das glaube ich auch. Gut, dann gehen wir was essen. Guten Appetit. Guten Appetit. So, meine Freunde, wir sind hier gerade beim Bäcker, haben jetzt lecker so gefrühstückt für 24,50 €. Ist gelogen. Aber zwei Fitnessfladen. Man nennt es uns auch Kuhscheiße. Nein, wir haben gefrühstückt jetzt. Und jetzt gehen wir eine Runde in die Stadt. Wir haben gedacht, wir brauchen mal eine Auszeit. Der sowieso. Ich auch. Ich bin total gespannt. Und haben gedacht, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde einkaufen. Gehen wir jetzt halt eine Runde einkaufen und gucken mal ein bisschen in der City, was es auf Klamotten gibt. Und mal sehen, ne? Hallo, Rahim hier. Ach, der Rahim. Hi, ich wollte fragen, ob die Bethel heute Zeit hat für Konturen schneiden. Fall gehen wir jetzt in die Stadt und dann wiedersehen und dann
kaufen wir eine Runde ein, mal gucken, was wir finden. Boah, ein Scheiß, du kannst doch nicht angeln. Letzten Verkauf. Ja. Ich denke, jetzt bin ich direkt auf dem Deutsch, aber jetzt ist es. Wir machen jetzt ein paar schöne Fotos für Instagram und Facebook. Für deine Internetseite vor allen Dingen. Oder? Ich brauche für deine Internetseite auch schöne Fotos. Aktuelle Fotos, ja. Aber die können wir ja theoretisch auch vom Fotografen machen lassen, ne? Von irgendjemandem geilen. Bewerb dich hier! Hier unten wird der Link eingeblendet! Spacke. Jetzt guck mal, ist der Blitz an? Nee. Also bleib da, wo du bist. Bleib, wo du bist. So, wir sind jetzt gerade hier in Mülheim unterwegs. Und es geht darum, dass wir einfach mal ein paar Fotos machen. Theoretisch könnte man natürlich jetzt auch einen Fotografen engagieren, aber wir haben ja eine arschteure Kamera, von daher können wir die Fotos auch einfach selber machen. Und ich bin halber Fotograf. Ne? So sieht man halt schon, ne? Mit Swag und so hier. Ich hab schon einen Fotokurs gemacht in der Schule vor 50 Jahren. Ja, so, nee, das Ding ist halt einfach, ich mache ja oft immer alle Fotos selber halt oder mit den tollen Menschen, die mich umgeben und daher machen wir jetzt einfach mal ein paar Fotos und schauen einfach mal, was bei rumkommt. Yes. Weißt du, was auch geil ist? Ich gucke immer auf den Bildschirm, aber statt einfach mal an die Linse zu glotzen. Ja, aber das ist ja auch, deswegen ist es ja auch so knapp drüber angebracht, ja, dass es nicht ganz so auffällt. Du denkst, ich gucke rein, aber ich gucke da nicht rein. Alle. Wir sind auch verboten jetzt hier drin. Sagt's aber bitte keinem. Geh nicht zu weit, ich würde sogar fast, dass du da schon stehen bleibst. Ich würde dann vielleicht mal auf dich zugehen oder so. Dass ich einfach gehe und du bleibst die ganze Zeit auf. Komplett offen mit der Blende, mit der Dings oder was? Ja, stimmt. Vier Jahreszeiten sind wunderschön. Ich lasse euch einfach mal frieren. So. Das war auch schon das Shooting. Es war großartig. Es war ein Traum. Also landschaftlich gesehen und auch. Es war Wahnsinn. Ende, oder? Tschüss!
Tschüss. Du musst eine Abmoderation machen. Ey, abonniert meinen Kanal. Und ihr findet mich auch bei Instagram und bei Snapchat. Und ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, bei Facebook mal vorbeischauen. Bei Twitter habe ich auch übrigens, aber nur 3 Follower. Einer davon bin ich. Also kommt doch auch mal vorbei, damit wir zusammen malen und schreiben können. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Soll ich mich noch anlassen? Ja, bitte. Bum, 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 bum. Disco-Licht. 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 Willst du das so da lassen? Nee, willst du oben dahin machen? Ja, ich hab mir da aufgeklebt. So ein Witz. Das sieht richtig krass aus. Ja, das ist so 2 mm Kork. Jetzt sind die alle neidisch auf Revis Kork. Oh, mein geiler Kork. Man, so einen geilen Kork hätten wir alle gerne. Frag mal Joni. Frag mal Joni. Hi. Der ist noch hier. Hi. Hi, Rahim. Und? Was geht ab? Oh. Hier ist ja schön aufgeräumt. Habt ihr schon installiert? Naja. Ja, perfekt. Sonst? Ja, jetzt. Danke. Komm mal hier. Das hier ist immer noch Joni. Schau mal hier. Das ist das Geilste. Danke. Wolltest du den Tisch nicht weiter an die Fensterbank? Mach ich, ja, mach ich noch. Ich mach aber erstmal den Kabel an die Tage erstmal. Weil ich habe jetzt noch gar nicht mehr Kabel gemacht. So, ja. Digga, die haben so scheiße aufzubauen, ne? Wieso? Was ist das? Ich hab es. Auf euer UFO! Jetzt jeden Freitag dann, ne? Gibt's den Abend aber hier. Tschüss. Jordi! Die arbeiten, Jordi! Jordi! Jerry! Jordi und Jerry! Komm, wir shippen Jordi und Jerry! Jordi! Hast du auch einen krassen Mülleimer? Irgendwie so einen elektrischen, der aus der Decke rausfährt? Oder? Nee. Das wäre auch noch was. Das wäre geil. So ein Basketballkorb. Am geilsten wäre so ein Basketballkorb, der da runterfällt, der gleichzeitig ein Mülleimer ist. Ja, stimmt. Ich bin auch bald alle Elektriker. Das ist für deinen Blog? Oh, es ist schön gelb. Ja. Jetzt Prank. Nee, warte, du musst ja den Prank nachstellen. Ja. Achso, den muss ich nachstellen? Ja, weil du hast es. Ja, hi, Pranks willkommen bei Rahims tollen Aufnahmen hinter den Kulissen. Wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht, einen Weißabgleich zu machen, der wird schon längst vorbei. Danke, Rahim. Wem was auffällt an dem Zimmer hier, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wem nicht? Ist das für deinen Blog? Keine Ahnung, ich will es sagen. Ich habe keinen Blog. Du hast Blog. Keinen Blog? Nicht. Folgt Rahim. Er macht es für sich selbst. Ne? Aber Pranks sind doch immer. Streiche, wie ihr sie nennen wollt, sind da sowieso immer gefaked, gefälscht, wie wir sie dann jetzt das nennen. Das ist ja der Unterschied. Pranks sind fake, Streiche, ja, da steckt noch Herzblut dahinter. Ja, dann mach mit Herzblut, stell das bitte mit Herzblut nach. Du verstehst das Prinzip auch nicht, weißt du? Das ist doch hier so eine Propagandascheiße. Das ist nur eine Auslegungssache. Weißt du? Ja, weil, ja, ich habe leider... Lass doch mal über geile Themen sprechen. Du hättest mir einfach vorher sagen sollen, dass du das... Was hältst du von der AfD? Ich geh raus. Du hättest mir einfach vorher sagen sollen, dass du das da umstellst. Ach so, dann ja. Dann hätte ich die Kamera das schon ist, angehabt. Du kannst es ja nachbearbeiten. Ja, aber dann... Mit Audioeffekten. Und auf einmal ist das wieder da. Das war der ganze Witz an der Geschichte. Ja, super. Danke. Danke fürs Zuschauen. Jetzt weißt du, warum ich keinen Vlog habe. Füsi ist auf Platz 1, ne? Sag mal also. Nice. Echt? Ja? Clouseau. Ja, was ist ein neues jetzt? Ah, krass, direkt Platz 1 gestartet. Ja, wie die Lochis. Ist heute rausgekommen, ne? Wie die Lochis, wie die Lochis, ja. Letzte Woche. Letzte Woche. 14. Ja, jetzt eine Woche genau rum. Ja, ja, perfekt. Nice. Besser geht's ja. Einige, die ich mir angehört habe, jetzt waren die neuen Lieder von Sven Bensko, weil die heute in so einer Playlist waren. Boah, fies. Ich hätte haben wir auch reingehört. Ja, dachte ich mir auch. Ich hab jetzt kurz den Metzger nicht gesehen. Ja, der hat doch nur, der wollte mal kurz die Welt gucken und danach geht er. Soll ich dir eine Flanke? Nee, also das. Tim Bensko. Tim Bensko halt. Der hat halt immer so ein High-Level in deiner Stimme, dem hast du halt keinen Bock, 3 Lieder zuzuhören, ne? Ja, aber das Neue, irgendwas, was in den Charts war. Du die Welt retten, ja, oder? Maschine. Ja, nein. Maschine. Das hat mein Bruder immer noch als Ansage auf seinem Handy, ne? Der hat sich mal so einen Jamba-Scheiß geholt, ganz, ganz früher. Ja, und wenn du den anrufst, dann kommt halt beim Piepton nur noch kurz ach, die Welt. So echt? Und das hat der immer noch. Ich kann den echt nicht anrufen. Du meinst, Maschine ist der neue Song von ihm. Keine Ahnung. Ich bin doch keine Maschine. Ja, ja, ja. Fleisch und, da dachte ich mir so, boah, was für ein banaler Scheißtext, Alter. Und ich hab meine Pflanze gegossen. Mensch sein, ja. So total krasse Story, so dass du ein Mensch bist. Wow. Ja. Von wem ist Lieblingsmensch?
Namika. Das ist von Namika. Dann können die das featuren, dann können die zusammen ein Lied machen. Die macht auch so ein Ballad. Die sind witzigerweise sind die sogar beide bei dem beim gleichen Label bei Management. Bei 4Music, ja, beim gleichen Management, beim beim Konrad Sommermeier. Beim Konrad, genau. Ja. Dead Adam. Richtig. Bist du mit den Jungs befreundet? Ja, ich wohne mit dem Marius zusammen, mit dem Marley. Ach so, ja, die sind ja bei dem Konrad. Das Video von Tadel heute. Der wohnt ja bei mir. Ja, früher noch mit Marley beim Rewe Regale eingeräumt, jetzt Charts stürmen. Das ist echt ein bisschen crazy. Ja, aber der ist ja super talentiert, der Marley. Wie bitte? Der ist ja super talentiert, der Marley. Ja. Der macht das ja auch, seitdem er 12 ist, sich ein eigenes Studio aufbaut. Danke. Nicht ignorant. Also bei dir? Ja. Kannst du ein bisschen schlafen? Beim Video rennt dann leider nur nicht raus. Das schmeißt ja irgendwie einen Fehler mehr. Sowas haben wir bei uns. WG-Prinzip so. Bei uns in der Halle, das sind auch mehrere Kästen, wo die Leute dann einfach ihr Pfand reinstellen. Hast du jetzt schon was hochgeladen eigentlich? Ich? Ne. Mach doch jetzt mal, Junge. Der kann ich nicht mehr verlinken. Was ist denn das? Wo soll ich denn was hochladen? Du vloggst die ganze Zeit und macht nichts. Rahim. Wer will das denn zusammenschneiden? Film ist einfach. Ja, dann schick mir die Datei, schneide ich das zusammen. Ist auch kein Ding. Ja, wirklich. Würdest du machen? Ja, gerne, ehrlich. Weil von dem Produktionstag, das war total witzig, aber es ist so viel Material, dass ich es nicht zusammenschneiden konnte. Von Kelly oder sowas, die ganzen Sachen. Ja, schneide ich die ganz zusammen. Echt? Ja, wirklich. Aber du bist ja der Ultrafix. Du machst ja eine Stunde alles ja. Timelapse. Gibst du mir alles rüber, wie du es willst und sagst du mir ungefähr, wie du es haben möchtest? Nö, ich sag mir gar nichts. Mach weiter. Mach's witzig. Cheers, Leute. So genießt man das Leben, aber in der Köln. Das Liebespärchen. Ja, das wäre natürlich geil, wenn wir alles zusammen schneiden, weil das ist absolut nicht mein Ding, beziehungsweise da habe ich ja keinen Bock drauf. Und das frisst auch viel zu viel Zeit jedes Mal. Ja. Ne? Das sieht schon geil aus auf der Kamera, die Wand. Vor allem, wenn es dunkel ist. Mit dem Blau. Wir haben gestern schon so Testaufnahmen gemacht. Mit seiner Dingskamera. Facecam. Der Rewe will alles schneiden. Ja, doch, lass mir die hier. Vorsicht, der Mutti. Nee. Nein, doch. Warte, kein Stress. Gib mir das doch jetzt. Dann vor allem, ich weiß gar nicht, was da... Ja, ist ja egal, wenn da irgendwelche Pornoaufnahmen von euch draußen sind, von euch beiden. Ja, kannst du auch was Nettes zusammenschneiden. Würde ich halt nicht damit. Waren da nochmal alles drauf? Ja, 3 Pornos von mir, 5 von dir. Mit der, aber mit der Autofahrt noch alles. Ja. Ja, das finde ich besser. Ich habe das nochmal so 8 Sekunden gekürzt. Ich glaube, da will jemand mit dir spielen. Du willst die ganze Zeit mit dir spielen, aber immer wenn ich dir das wegschmeiß, dann läufst du nicht. Nett. Das ist schon sein Laufen. Warum weinst du auch? Das schmeckt super zusammen. Geheimtipp von meinem Vater. Schokolade mit Weintraube. Kommt der Kanacke raus. Ja.